Liebe Stiergeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Reading. Wir blicken heute zusammen in den Dezember 2023. Starten wie gewohnt mit einer Grundüberschrift heute aus dem Horoskop-Orakel und dem mystischen Momente-Orakel. Gehen nachher weiter mit dem keltischen Kreuz mit Zigeunerkarten und Crowley-Tarot. Zu guter Letzt gibt es eine kleine Persönlichkeitsanalyse aus dem Simulon-Orakel. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, unten in der Infobox findet ihr den Link, die Playlist zum Jahresorakel und 4 Jahreszeitenorakel. Vielleicht habt ihr Lust, dort hineinzuschnuppern. Und wenn Personenkarten vorkommen, bitte spürt mit, die Rollen können vertauscht sein. Gerne könnt ihr auch eine persönliche Legung buchen. Unten in der Infobox findet ihr auch dazu alle Details, die ihr braucht. Und was habe ich vergessen? Helft mir auf meinem Kanal zu wachsen mit euren Abos, Likes und lieben Kommentaren. Und sehr gerne könnt ihr zusätzlich die Legung zu eurem Aszendenten anschauen. Liebe Stiergeborene, eure Grundüberschrift lautet, die erste Karte wollte raus, es geht hier um eine wichtige Entscheidung im Dezember 2023. Ja? Also ich hatte erst vorhin die Legung zum Skorpion, da ist es sehr wichtig, auch eine Entscheidung zu treffen, vielleicht ein sehr wichtiges Thema für uns alle im Dezember, denn auch wenn jemand keine Entscheidung trifft, ist es eine Entscheidung. Diesen Tipp gebe ich euch auch mit auf den Weg und eine Farbe aus dem Horoskop. Was zeigt sich da? Hellbraun mit den Begriffen Habsucht, Selbstsucht, Geiz und Missgunst. Ja? Also, das kann jetzt euch selber betreffen, das kann jemanden aus eurem Umfeld betreffen. Ja? Nicht zu vergessen, wir sind uns gegenseitig immer ein Spiegel. Vielleicht dürft ihr euch auch dafür entscheiden, diese Emotionen, die ich gerade genannt habe, zu wandeln. Ja? Nicht zu verdrängen, sondern zu wandeln. Los geht's mit dem keltischen Kreuz. Mehrere Details wollen hier für euch in den Raum treten. Diese lauten das Glück, der Witwer und die Geliebte. Ja? Wenn es hier um das Liebesleben der Stiergeborenen geht, dann ist hier jemand in einem Reifeprozess, höchstwahrscheinlich der Mann. Und die Frau blickt als Geliebte hier glücklich in die Zukunft. Was bedeutet Glück? Ja, vielleicht seht ihr das beide momentan gänzlich anders. Es kann auch ein Trennungsgedanke im Raum stehen, der dann beiden Parteien zu mehr Glück und Fülle als vorher verhilft. Ja? Klingt für viele natürlich widersprüchlich, aber häufig ist auch Loslassen etwas, das erfüllt. Beide blicken hier in die Zukunft mit der Fülle, also denke ich, dass es hier noch Chancen gibt. Der Witwer kann auch für eine Vaterfigur stehen, zum Beispiel Vater-Tochter. Es kann auch um einen weisen Mentor und Ratgeber gehen. Oder wir haben hier einfach eine männliche Person, die etwas älter ist als ihr. Auch das kann hier vorkommen. Und wir haben die Witwe auf der Gedankenebene. Ja, das könnten die Eltern und eine Tochter sein oder Schwiegereltern und Schwiegertochter. Auch diese Variante möchte ich hier in den Raum stellen. Ja, es kann auch um eine Dreieckskonstellation gehen. Wir haben hier drei Personen, die um das Glück stehen. Ja, um das Glück herumstehen. Sind sie glücklich? Ja, ihr könnt es mir vielleicht in den Kommentaren beantworten. Im Unterbewusstsein steht der Tod für eine Trennung, Transformation, Wiedergeburt, Kündigung. Kann auch ein Thema sein. Eine bestimmte Phase wird hier eingeläutet, die zu Ende geht, damit etwas Neues entstehen kann. In der Vergangenheit haben wir das Kind. Hier kann es möglicherweise um einen Neuanfang gegangen sein. Ja? Auch um eure Kinder, um den Beruf mit Kindern. Auch um die Heilung des inneren Kindes, ja, dass es verdient hat, glücklich zu sein und von Dingen, Menschen, Situationen loszulassen, die es nicht mehr erfüllt.
In der nächsten Zukunft haben wir die Eifersucht, die spricht jetzt sehr klar mit der Karte aus dem Horoskop zusammen. Hier geht es um Neider, möglicherweise um Verstrickungen, um Beobachtungen. Es kann aber auch grundsätzlich auch für eure Unsicherheit in eurem Inneren überhaupt stehen, also grundbegrifflich. Es geht mit Sicherheit um die Hoffnung, ja, die Hoffnung nicht verlieren, euer Energielevel hochhalten. Entscheidet euch immer wieder, jeden Tag, jeden Moment aufs Neue. Mir darf es gut gehen, ich bin dafür verantwortlich. In eurem Umfeld haben wir den Brief. Hier kommt eine Nachricht auf euch zu, vielleicht genau die, die euch Hoffnung schenkt, euch vielleicht aber gleichzeitig unsicher fühlen lässt. Es kann auch ein Vertrag, ein Dokument sein. Es kann auch um das Thema Sicherheit in der Liebe gehen, dann betrifft es aber mehr euer Umfeld als euch selber. Hoffnung, Befürchtung eurerseits ist die Beständigkeit. Ihr wollt mehr Beständigkeit, mehr Stabilität. Vielleicht zeigt sich das sehr stark im Berufsleben, weil diese Karte hauptsächlich dafür spricht. Ansonsten geht es um die Festigkeit eurer Eigenschaften oder um bestimmte Verbindungen. Ja? Oder auch andere Situationen, wo ihr euch wünscht, dass mehr Stabilität in euer Leben tritt. Wow, die unverhoffte Freude als Ausgang mit der Sehnsucht und der Fröhlichkeit. Hier kommt entweder ein Angebot ins Haus geflattert, mit dem ihr nicht rechnet. Beste Karte im ganzen Deck. Kann eine Überraschung sein, kann ein Geistesblitz von euch sein. Es geht hier einfach darum, dass ihr wieder in die Lebensfreude kommen möchtet, dass ihr euch neu verlieben möchtet. Auch dieser Wunsch kann da sein. Lasst euch von der Sehnsucht hier nicht verschlingen, sondern kultiviert eure Herzenswünsche. Ja? Unter dem Deck haben wir die Heirat. Hier geht es immer um Verbindungen. Möglicherweise um den Wunsch, die Haushalte zusammenzulegen, konkret zu heiraten, eine Verbindung auf ein neues Level zu heben. Es kann auch im Beruf um Zusammenarbeit gehen, um Teamwork im besten Falle. Ja? Wir schauen jetzt in die Klärungskarten, wie versprochen, und blicken ins Crow-Literum. Ich hätte hier gerne eine Klärungskarte zum Tod im Unterbewusstsein. Da zeigen sich die fünf der Kelche. Hier geht es um eine Enttäuschung. Das Lernen aus einer Enttäuschung, dass man einer Illusion unterlegen ist. Ja? Also hier dürft ihr vielleicht eine Phase von Enttäuschungen beenden. Eine Karte für die Eifersucht. Da haben wir die vier der Stäbe. Ja. Wie gesagt, ein bestimmter Zyklus geht hier zu Ende, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Das ist hier sehr wichtig. Letzte Klärungskarte zur Sehnsucht im Ausgang. Da haben wir die Lebensfreude, die Lust, die Leidenschaft. Wofür brennt die liebe Stiergeborene? Möglicher Hinweis hier auf Löwegeborene, ja, das kann hier auch sein. Und zu guter Letzt, wie versprochen, blicken wir in die Symbol- und Orakelkarten. Also, das Kultivieren eurer Lebensfreude ist hier essentiell. Ihr dürft die Schattenarbeit leisten, damit die Götzen aus dem Unterbewusstsein transformiert werden und als Stärke an die Oberfläche treten. Liebe Stiergeborene, drei Impulse für euch zum Abschluss, wie für alle anderen. Euer blinder Fleck lautet der Vampirismus. Co-Abhängigkeit, ja. Hier habt ihr euch an einer Person festgebissen oder ihr werdet als Wirt missbraucht, sprich als Energiespender, ja. Lasst das nicht zu und auch wenn ihr diejenigen seid, die euch festgebissen habt, dann lasst euren Biss etwas lockerer werden. Denn damit kommt ihr von den Krücken in die Erlösung. Hier kann es um den Fluss von Kommunikation gehen, der wieder befreit wird. Es geht auch um die Kultivierung von Lebensfreude erneut. Also zum x-ten Mal habe ich das Thema jetzt hier liegen. Ja? Das kann sich auch bei euch sehr stark körperlich zeigen.
Vielleicht stagniert ihr in einer bestimmten Situation und der Fortschritt steckt in den Beinen, in den Füßen, im Becken, in der Hüfte. Vielleicht zeigt sich auch da irgendetwas in den Wintermonaten. Dies gilt es zu erlösen. Und wir haben hier das Ende einer depressiven Phase liegen. Ja, hier haben wir sehr stark plutonische Themen am Werk, der Herr der Unterwelt. Vielleicht seid ihr hier manchmal in viel zu düsteren Gefühlen unterwegs, wo ihr euch selber anfangen dürft zu erziehen, zu sagen, stopp, jetzt ist genug, jetzt wende ich mich wieder dem Licht zu. Mit diesen Impulsen schließe ich jetzt ab, liebe Stiergeborene, wünsche euch alles Liebe und freue mich schon auf die nächste Legung mit euch. Bye, bye.